blaue, endlos weite Meere umschlingen vielfältiges Land, doch ihr Grund, die tiefsten Sphäre, ist allen Menschen unbekannt. Denn unten in den schwarzen Tiefen liegt die Ionenalte Stadt, die es, bevor die Menschen liefen, schon immer dort gegeben hat. Dort, in unendlich alten Mauern, wartete es auf seine Chance, die Schrecken, die dort unten lauern, zu wecken aus der tiefen Trance. Es ist ein Monster riesenhaft, mit einem Kraken als Gesicht, mit Krallen, Flügeln und mit Kraft. Schon vorstellen kann man es sich's nicht. Die Stadt versank einst in den Wogen, die Bestie schlief in ihrem Kern, und auf hellen Bahnen zogen sich Himmelskörper Stern um Stern. Und wenn die Sterne richtig stehen, ein Zeitraum, der gekommen war, dann kann das Biest auf Erden gehen, und sein Ziel war nur zu klar. Mit seinen grünen Schuppenschwingen stieß es sich nun vom Boden ab, und um die Menschheit zu bezwingen, verließ es sein uraltes Grab. Vor langer Zeit kam es zur Erde, aus tiefem dunklen schwarzen All, und jetzt schwor er sich, es werde bald sorgen für des Menschen Fall. Schließlich war es angekommen, befand sich in bewohntem Land, und Panik hat den Weg genommen, in schwachem menschlichen Verstand. Die Kreatur fing an zu sprechen, das Wort an ihrem Feind zu richten. Sie schwor, sein Weltbild zu zerbrechen und alle Menschen zu vernichten. Schon viel zu lange war der groß und abbestimmt der Welt befinden. Nun sollt ihr alle ausnahmslos vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Ein Kampf begann nach diesen Worten, für Menschen ein Verzweiflungskrieg. Und sicher war an allen Orten des dunklen Wesens leichter Sieg. Der Mensch eröffnete das Feuer, doch merkte er schon bald entsetzt, dass nichts davon das Ungeheuer nur im Entferntesten verletzt. Das Meer gehorchte ihrem Willen, die Kreatur beherrscht die Flut und nutze sie, die Welt zu füllen mit Homo sapiens warmem Blut. Und Tod zog durch die großen Städte und Elend durch die ganze Welt, doch nichts, was jemand bei sich hätte, könnte hindern, dass die Erde fällt. Tag ein, Tag aus ging das Vernichten, der Angriff weilte lange Zeit, lebte, vergaß alle Pflichten und floh in Angst und Traurigkeit. Und in der letzten Großstadt trafen sich Flüchtlinge zum Überleben, doch war die Stadt kein sicherer Hafen und spürte bald die Erde beben. Die Kreatur war nachts erschienen zum letzten Ort vom Menschenleben, das Wasser sollte ihr nun dienen, der Welt den Gnadenstoß zu geben. Doch anders standen nun die Sterne und zerrten zu der Menschen Glück, die Kreatur nun in die Ferne, in ihre Meerestadt zurück. Dort schläft sie nun für heut und morgen, und die Welt spricht ein Gebet. Der Himmel möge dafür sorgen, dass sie nie wieder aufersteht. Doch ihr Grund, die tiefsten Die Kreatur fing an zu sprechen, das Wort an ihre Feindig. Kacke, Arschloch, ficken. Willst du dein Fressemikrofon? Tiefen Trance. Bruder, was ist los mit dir? Ich geb dir. Dort in unendlich alten Mauern wartet es. Okay. Finde ich geil. Blaue. Bruder, was ist jetzt los mit all diesen Scheißgeräuschen? Aber na komm, ich geb euch. Bruder, 3 Minuten. Aber gut, ich sollte mein Zauber bewahren, nicht wahr?